Sind die Aktienmärkte noch zu retten? Nach dem starken Abverkauf, den wir gesehen haben, dreht der Markt nun endlich an den Unterstützungen oder müssen wir damit rechnen, dass es richtig, richtig böse wird? Wir schauen uns die Chancen mal an und an welchen Marken wir dann entsprechend agieren können. Bleibt also unbedingt dran. Ja, es ist ordentlich was passiert an den Märkten. Es ist eine Sache mit mir passiert, deshalb muss ich mich als erstes mal entschuldigen bei all denjenigen, die natürlich schon letzte Woche auf das nächste Update gewartet haben. Ich war letzte Woche fast ohne Stimme. Es war mir nicht möglich, da ein Video aufzuzeichnen. Ich hatte erst noch gedacht, ob ich ein stummes mache und einfach nur rumzeichne in der Erwartung, dass ihr dann damit was anfangen könnt. Das habe ich dann allerdings doch nicht gemacht, aber doch jetzt wieder gibt es das nächste Update-Video wie jede Woche, also einmal die Woche auf jeden Fall und manchmal ja auch zwischendurch nochmal den einen oder anderen Beitrag. Deshalb nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr dann auch die Beiträge nicht verpasst, die Glocke ebenfalls drücken. Das ist dann auf jeden Fall hilfreich, denn manchmal mache ich sie am Freitag, manchmal am Wochenende, manchmal erst am Montag, je nachdem. Jetzt bietet sich das heute an, wir haben Wochenende verlängert in Amerika wegen eines Feiertages. Und dementsprechend ist es heute an der Börse zu. Umso mehr ein Grund, mal in Ruhe drauf zu gucken. Gar nicht so sehr mit der täglichen Hektik, die der Markt vielleicht bietet, sondern in Ruhe drauf zu gucken, ob der Kurs dreht. Denn das Verhalten der Märkte ist aktuell ja sehr eigenartig oder etwa nicht. Wir haben uns das Ganze schon mal angeguckt bei den Rohstoffen. Zum Beispiel die Energiepreise haben wir angeguckt. Wir haben Gold, Silber angeguckt, die Bitcoins. Wenn ihr sagt, das interessiert mich ebenfalls, wie es da aussieht, auch vielleicht, selbst wenn man sich mehr für Aktien interessiert, um die Methode ein bisschen intensiver zu lernen oder aber eben auch zu sehen, fließt vielleicht Gold aus dem einen Markt ab in den anderen? Was passiert jetzt, wenn vielleicht Bitcoins steigen? Ist das überhaupt zu erwarten? Das haben wir uns alles angeguckt. Deshalb solltet ihr das ebenfalls angucken. Ich mache einen Link hier oben in die Ecke. Und einfach unten drunter nochmal in die, nicht Kommentare, aber oberhalb oder vielleicht sogar in die Kommentare nochmal einen rein, damit ihr das Video auch schnell findet. Es ist auf Englisch, es ist aber sehr einfach und ich denke sehr leicht nachvollziehbar. Den Kanal solltet ihr extra abonnieren, denn es ist ein anderer Kanal. Nicht, dass ihr dann dort einen Inhalt verpasst. Ich versuche immer im Wechsel so halbwegs die Inhalte da zu bringen, damit ihr von allen immer so ein bisschen was habt. Und einige fragten mich schon, warum machst du denn nicht nur Deutsch? Naja, es gibt ein paar Leute dann doch international, die das ein bisschen mitverfolgen wollen von mir. Und damit die das dann auch entsprechend sehen können, habe ich gesagt, mache ich dann auch wenigstens hin und wieder mal was auf Englisch, damit ihr das ebenfalls dann verwerten könnt. Deshalb einfach im Wechsel. Aber es ist leicht nachvollziehbar. So, es ist nachvollziehbar, was der Markt macht. Wir rutschen mal ran und beginnen mit dem DAX. Wir werden uns aber durch ganz viele verschiedene Indizes noch durcharbeiten, denn die Welt sieht ja nicht überall notwendigerweise gleich aus, wie wir gleich feststellen werden. So, wie sieht es beim DAX aus? Wir hatten beim DAX ja schon mal eine Unterstützungszone hier, die damals ganz gut gehalten hatte. Das war ein ganz hübsches Cluster, die hier zumindest mal den Markt ein bisschen aufgehalten hat. Und damit ihr das besser erkennen könnt, mache ich das mal groß. Das ist hier auf der DAX-Index auf Tagesebene März 2022. Hier das Hoch, was wir Ende März 2022 hatten. Und jetzt hier die letzten Tage, der aktuelle jüngste Tag, 20. Heute ist ja ein Handelstag in Deutschland, ebenfalls zu sehen und leicht nach oben, also sieht ja gar nicht so schlecht aus, was wir jetzt hier da zu sehen bekommen aktuell. Aber wir sehen ebenfalls, wir sind schon ganz schön niedrig runtergekommen. Die 78,6er-Marke ist für mich immer wieder ein Indiz dafür, dass der Markt nicht wirklich stark ist. Jetzt werden mir einige sagen, ja, das sieht man ja durch draufgucken, das ist völlig korrekt, man muss das mit diesen Linien ja gar nicht machen. Aber es hilft notfalls nochmal, damit man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hat, denn es gibt für Szenarien, die ungefähr so aussehen, Anstieg und anschließend dann irgendwie eine Korrektur, egal wie die jetzt aussehen, und anschließend wieder ein Anstieg. Dafür gibt es so typische so Größenordnung. Wie weit sind die Rücksetzer für so etwas? Und die Rücksetzer, das ist häufig so eine Kurve. Ihr habt das manchmal bei mir schon gesehen, dass es so ein bisschen so eine rote Kurve ist. Die können irgendwie so aussehen. Also das ist nicht jetzt exakt. Ich male die häufig fast wie eine Gauss-Kurve, aber das ist nicht normal verteilt. Irgendwie so sieht das aus. Und ihr seht schon, hier unten drunter wird die Wahrscheinlichkeit ist quasi die Fläche unter dieser Kurve. Das ist ein bisschen blöd jetzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Das mit der Wahrscheinlichkeit ist für viele eh zu viel. Das müssen wir nicht so sehr austreten. Wir merken uns einfach, je mehr wir unter diese blaue Kiste, die ich hier gezeichnet habe, kommen, unter die 61,8er-Marke, desto weniger wahrscheinlich wird das, dass es doch noch dieses Szenario ist. Noch ist es okay, aber wenn wir auch noch durch die 78,6er-Marke fallen, wird die Wahrscheinlichkeit, die statistische Wahrscheinlichkeit für so ein Szenario, dass das hier noch kommt, wirklich ganz schön gering. Das liegt dann so zwischen 5 und 10% in etwa, dass danach nochmal etwas dieser Art kommt oder sogar noch weiter nach oben. Und das ist eigentlich gar nicht so unwichtig, das heißt, das ins Auge zu fassen. Also, wir sind schon sehr weit unten. Das lässt die Frage tatsächlich, schaffen wir das denn da überhaupt noch? Jetzt hast du was von 5% Wahrscheinlichkeit oder unter 10% Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt noch passiert. Müssen wir denn da jetzt, Entschuldigung, mit schlimmen Sachen rechnen? Tatsächlich, was noch dafür spricht, ist, dass immerhin der erste Teil der Bewegung stark ist und dieser Teil das, was wir typischerweise als eine Korrektur. Nochmal ganz kurz für die, die jetzt reingeseppt haben. Starke Bewegungen sehen so aus, oder wenn Sie schon mal Unterbrechungen haben, haben Sie diese Unterbrechung meistens weit voneinander entfernt. Schwache Bewegungen sehen dreiwellig aus, häufig so. Alternativ, ich mache die mal da oben in die Ecke, kann das auch sein, dass der Punkt nochmal da hoch ist. Also der kann hier oben nochmal sein, sogar über dem Einstieg, also über dem Start dieser Geschichte. Der kann hier unten sein. Oder die letzte Variante ist irgendwie was, was mühsamer ist. Es gibt noch Varianten mit Contracting und sowas, das lassen wir aber im Moment mal weg, weil Contractings auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 10% Häufigkeit haben. Deshalb fokussieren wir uns mal auf diese drei einfachen Korrekturmuster. Und wenn ich jetzt mal die Abwärtsbewegung angucke, die wir haben, würde ich jetzt sagen, ja, das geht irgendwie so in diese Richtung. Und wenn ich mir diese Aufwärtsbewegung angucke, ja, das geht wohl eher in diese Richtung. Das würde für mich vermuten lassen, dass das hier wohl eher ein scharfer Teil ist, dass eine Korrekturteil ist. Und das ist sehr typisch, dass es nach der Korrektur dann doch nochmal das, was wir vorne haben, da hinten nochmal passiert und gegebenenfalls sogar noch mehr. Wir sind also noch in einem Bereich, obwohl es so doof aussieht, obwohl es so tief nochmal runtergegangen ist. Haben wir noch immer die Chance, dass dieser letzte Anstieg da hinten nochmal passiert. Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, nee, der Anstieg, das ist jetzt völlig unmöglich. Nur bitte, bitte, legt jetzt mal langsam zu. Viel tiefer als das. Das wird böse. Wenn er jetzt das auch noch nach unten durchstößt, wird das irgendwann giftig. Dann wird das nämlich ausbleiben. Und dann sind wir weiter in der Abwärtsbewegung. Gehen wir mal auf den Wochenchart und müssen damit rechnen, ganz egal, was es dann hier für eine komische Bewegungsverlauf hier war, dass der Kurs massiv nochmal weiter runter geht und tatsächlich mein mal angesprochenes 8000er-Szenario, denkt an das Video, das ich da mal rausgegeben habe, vor einiger Zeit schon, dass das sehr relevant nochmal wird. Also, wenn wir diese Marke jetzt hier, das ist ungefähr bei 13.000, ich sag mal 12.900, na gut, 12.800, es wird immer schwieriger, killt dieses Aufwärtsbild und damit wird schnell dieses Bild wahnsinnig relevant. Also es geht jetzt tatsächlich um was, was da am Markt passiert aktuell. Ob der Dreh kommt, ob der Markt hier nach oben will, oder ob der Markt sagt, nee, ich habe die Kraft nicht oder wir Marktteilnehmer sehen das aktuell nicht. Wir geben da unser Geld nicht rein. Gehen wir lieber in was Festverzinsliches. Die Renditen steigen ja aktuell wieder am Zinsmarkt. Dann gehen wir da halt lieber rein und investieren unser Geld dort und entziehen das dem Aktienmarkt beispielsweise. Also, noch ist nicht die Welt verloren, allerdings die Gefahr steigt. Jetzt gibt es ein Szenario, mit dem wir noch rechnen müssen an dieser Geschichte, das ich euch nicht vorenthalten muss. Und dazu gucken wir uns diese Abwärtsbewegung nochmal an und schauen die uns an unter der Maßgabe im 4-Stunden-Chart. Das ist diese Abwärtsbewegung hier. Es ist denkbar, dass wir als nächstes diese Abwärtsbewegung erstmal korrigieren.
Wie sieht eine typische Korrektur aus? Dafür nimmt man Fibonacci ganz gerne. Vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Dann klassisch, auch hier wieder das mit den Wahrscheinlichkeiten, ist dieser Bereich nicht zu sehr drüber. Der kann kleiner sein, wie hier jetzt. Der ist auch viel kleiner als dieser Rücksetzer. Aber das bedeutet, das ist nicht die typische vollständige Korrektur dieser Bewegung. Marktteilnehmer tendieren dazu, größer zu korrigieren. Das haben sie hier nicht getan. Also ist das nicht die vollwertige Korrektur dieser Abwärtsbewegung. Also steht die noch aus, möglicherweise gerade jetzt. Erst wenn der Kurs hier reingegangen ist, oder ran, mindestens mal rangelaufen ist in dem Bereich, können wir sagen, diese Bewegungsrichtung ist vollwertig korrigiert. Und hier wird jetzt überlegt, ob der Kurs weiterläuft oder ob der Kurs wieder dreht. Und das verwirrt viele, weil viele dann sagen, ja, dann weiß ich ja wieder nicht, was passiert. Naja, wir wissen schon mal, dass irgendwo hier die Entscheidung fällt. Wie schön ist das, wenn ich auf den Chart gucke und nicht jede Minute drauf gucken muss, sondern ich vorab schon mal sagen kann, wann wird denn das Ganze interessant? In welchen Größenordnungen reden wir denn da? Dann weiß ich wenigstens, wo ich drauf gucken muss. So, und wenn der Kurs an der Stelle irgendwo ist, so irgendwo klingt unkonkret, einfach gemerkt, diese Box, zusätzliches Hilfsmittel, vordere Länge, hintere Länge, dann haben wir schon mal so einen relativ eingeschränkten Raum, wo dieser Markt dreht. Ihr seht, dass ich häufig verschiedene Farben habe. Ich mache das nochmal ganz kurz. Hier seht ihr verschiedene Farben. Diese verschiedenen Farben sind einerseits Rot Retracement, Gelb sind diese Projektionen, also sprich gleiche Länge hier da hinten nochmal. Und je mehr Marken beieinander liegen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Umfeld dieses Bereiches dann der Dreh passiert. So, wenn dem also der Fall ist, wenn der Markt hier irgendwo hinkommt, dann hier genau hingucken und dann darauf achten, ob wir an dieser Marke wackelig runter, dann unbedingt die Kaufseite bevorzugen. Oder ob wir steil runter, wackelig hoch, dann unbedingt die Shortseite bevorzugen. Ich sage das bewusst so mit dem Bevorzugen. Ich darf und ich will auch gar keine Handelsempfehlung hier aussprechen, zumal dieser Kurs ja hier noch gar nicht war. Aber dann habt ihr immer eine Orientierung, wenn ihr eine starke Bewegungsrichtung hattet und dann habt ihr irgendwas, was wackelig in die Richtung geht, dann wisst ihr das in der Fortsetzung und vielleicht mehr, aber das in der Fortsetzung ist sehr, sehr realistisch, was dann nochmal sich anschließt. So, und genau diese Überlegung ist das, was ihr dann hier anstellen könnt. Das heißt, in den nächsten Stunden oder Tagen würde ich angesichts der Unterstützung, die wir hier haben, eine Aufwärtsbewegung absolut erwarten. Im Moment sieht diese Aufwärtsbewegung nicht sehr impulsiv aus, sehr korrektiv aus. Naja gut, er kann ja hoch korrigieren. Wenn er das macht, diese Marke ist ungefähr 13.000, ich sage mal 13.600 in etwa, ganz grob. Wenn er das ungefähr gesehen hat, dann haben wir eine vollwertige Korrektur. Ja, aber was ist, wenn er sie nicht so hoch macht? Könnt ihr natürlich trotzdem die Shortseite bevorzugen, denn immer wenn es hoch wackelt oder dreiwellig nach oben geht, ist das ein Zeichen für die falsche Richtung im Gegensatz zur starken Richtung, zur starken Richtung, zur starken Richtung. Das heißt, könnt ihr natürlich trotzdem shorten. Also die Bewegungsrichtung sollte die starke die Richtung vorgeben, die schwache die erst abwarten, das Triggern des Zwischentiefs dann den Einstieg. So, zusammengefasst auf den DAX. Eine realistische Chance, dass der Kurs dreht. Es ist in Anbetracht der Tiefe längst nicht gesagt, dass der Markt diesen Anstieg schafft. Aber die Chance ist noch nicht vorbei. Die Entscheidung wird irgendwo hier im Mittelfeld gefällt. Ich sage mal 13.600, 14.000 irgendwo hier. Wenn das dann dreiwellig ist und dieses Muster, was ich eben gezeigt habe, bringt, wird es gefährlich. Wenn der von vornherein sowieso schon so hier hochläuft, dann ist Long sowieso völlig abstrus. Und wenn er jetzt, warum auch immer, relativ steil hier hochläuft, dann ist es sehr gut, dass die Korrektur anschließend uns ja sogar über diese Zone bringt. Das heißt, dass die Shortseite bei weitem nicht mehr wirklich relevant ist und wir Gott sei Dank vielleicht doch nochmal diese Longseite bekommen.
Aber ihr seht schon, das Ganze steht auf der Kippe. Bevor wir nach Amerika gehen, gucken wir mal ganz kurz die anderen Europäer an. Grüße in die Schweiz. Da haben wir nämlich beim FSMI, das ist der Swiss Market Index und darauf der Future da drauf, haben wir im Wochenchart hier erkenntlich ebenfalls eine ganze Reihe Unterstützungsmarken. Das heißt, auch der Swiss Market Index hat ungefähr vom aktuellen Niveau, also vom aktuellen Tief, ich sage mal ganz grob, 10.360 bis runter von mir aus 10.130 in etwa. Das ist nicht millimetergenau jetzt, aber so diese Zone. Da hat er eine Unterstützung und da wird es jetzt spannend sein, ob er die nutzt und ob er diese für eine solche Bewegung nutzt. Oder für eine solche Bewegung nutzt. So, und wer jetzt sagt, ja, aber dann kann ich ja wieder nicht handeln. Richtig, wenn ihr im Wochenchart handeln wollt, könnt ihr im Moment nicht sinnvoll handeln. Weil diese Bewegung, die erste, müsst ihr abwarten. Aber ihr seid ja nicht verpflichtet, im Wochenchart zu handeln. Ihr könnt ja auch sagen, ich handle auf Tagesebene. Auf Tagesebene möchte ich zumindest mal ein paar Tage nach oben und ein bisschen wackelnd nach unten haben. Fürs Kaufen. Oder ihr handelt im 15-Minuten-Chart, egal welches Extrem ihr jetzt wählt. Und dann seht ihr schon, ach so, mit stark nach oben, nee, okay. Das haben wir im Moment noch nicht. Das heißt, im 15-Minuten-Chart absolut kein Long. Tagesebene noch kein Long. Auf Wochenebene noch kein Long. Also es gibt noch keine Indikation, die da sagt, jawohl, die Marktteilnehmer fressen den Köder. Die Unterstützung ist nur, dass wahrscheinlich viele Marktteilnehmer gewohnheitsgemäß aufgrund der Charttechnik sagen, ich gucke da mal drauf. Und wir müssen als Marktteilnehmer, als aktive Marktteilnehmer eigentlich nur gucken, machen sie es oder machen sie es nicht. Im Moment machen sie noch nichts dergleichen. Das heißt, long, nee. Und jetzt short dann also? Naja, das suggeriert zwar eher Short, weil das ist wackelig zumindest mal nach oben, aber am Unterstützungsbereich Short, ja, also wenn ihr im 15-Minuten-Chart oder Intraday irgendwie, warum nicht nochmal einen Short machen? Aber insgesamt ist das jetzt nicht der Zeitpunkt hier, um eine große Short-Position aufzubauen. Aus meiner Sicht. Also ihr seht schon, der Markt in Europa zumindest mal steht bestmöglich der Situation gegenüber, ein Tief jetzt rauszufinden. Und dann kann man loslegen. Und wer jetzt dann enttäuscht ist und sagt, dann kann ich ja gar nichts machen, gucken wir uns den nächsten Markt an. Zum Beispiel den FTSE 100 oder FS, also Financial Times Stock Exchange 100. Das ist der Londoner Index. Und auch der ist an einer Entscheidungsmarke. Und wir sehen auch schon wieder am tiefsten Punkt. Der Unterschied ist, und das ist der Grund, warum ich euch empfehle, guckt nicht immer nur einen Markt an. Guckt euch mehrere Märkte an und handelt den, der am spannendsten ist. DAX, nicht spannend, wackelig nach oben. FSMI, nicht, oder der Swiss Market Index, nicht spannend, wackelig nach oben. Der FTSE 100 im Stundenchart, aktuell hier, oder können wir auch 4 Stunden wechseln, damit wir es einheitlich haben. Starke Aufwärtsbewegung. 15-Minuten-Chart, starke Aufwärtsbewegung. Wenn der vielleicht im Laufe des Tages heute oder in den nächsten vielen Stunden mal wackelig runterkommt. Also schöner kann man nicht. Wir haben eine Abwärtsbewegung, wir sind auf einer Unterstützung aufgesessen. Wir haben einen starken Anstieg. Was wir jetzt noch brauchen, ist ABC runter. Und wenn wir getriggert werden am Zwischenhoch, dann ist das ein Long. Und wenn es nicht ABC ist, sondern wenn das irgendwie mehrfach wackelnd ist, wenn wir am Zwischenhoch, ist das ein Long. Mindestens mit der Erwartungshaltung, dass das passiert. Und wer dann sagt, naja, wer ist die Unterstützung? Jetzt wird es aber doch, oder? Der hat die Möglichkeit, den Stop einfach auf dem Einstieg nachzuziehen. Die Höhe bitte jetzt nicht merken, das habe ich ja fantasiemäßig gemalt. Ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, der macht jetzt das. Das Bild bleibt das gleiche, aber die Marken sind natürlich anders. Deshalb zeige ich normalerweise gar nicht so sehr die Preisniveaus, bringt ja gar nichts, weil hier ist es 7160. Wenn der jetzt gleich seine Korrektur macht, ist es 7040. Wenn der das macht, dann ist es, naja, 7140. Oder wo auch immer exakt. Also das müssen wir abwarten, aber das ist relativ leicht erkennbar.
Denn wo ist hier der Einstieg? Wo? Nicht dort. Hier, zwischenhoch. Wo auch immer das ist, wenn das zu sehen ist, ist das ein sinnvoller, möglicher Einstieg hier für die Long-Seite. Stopp auf dem Einstieg nachziehen, dann ist man einigermaßen safe. Wenn es doch dreht, hat man nichts verloren. Und wenn er dann doch läuft, weil wir haben doch Unterstützung. Die europäischen Indizes sind auf einem Unterstützungsniveau, dass man dann sagen kann, okay, Interesse halber, gucken wir mal ganz kurz, machen wir die mal weg, die brauchen wir nicht mehr, der. Gucken wir nochmal die Extension, das ist das Tief bis zum Hoch. Nicht so schön, clustert nicht so toll. Ja, den will ich nicht mehr haben, weil wenn er da drunter geht, ist Long für mich irgendwann gar nicht mehr interessant. Also theoretisch könnte man noch sagen, naja gut, nicht sehr sauber, aber diese beiden Marken vielleicht noch. Vielleicht noch einen dritten Versuch. Wir messen diese erste Bewegung hier runter, legen die da an und dann gucken wir mal die 100er Marke, nicht die 161er nicht. Okay, also richtig clustern tut das hier nicht. Es ist also jetzt alles auf diese eine Marke. Eine Marke finde ich immer ganz schön dünn. Je mehr Levels da liegen, ihr dürft ja nicht vergessen, diese Marken sind ja nicht magisch oder sonst irgendwas. Nur je mehr charttechnische Marken da liegen, desto mehr Marktteilnehmer werden da irgendwo sagen, nur da sehe ich eine Unterstützung. Und je mehr Marktteilnehmer eine Unterstützung sehen, desto eher sind sie bereit zu kaufen und desto weniger sind sie bereit, an der Stelle zu verkaufen. Also die Magie liegt nicht, dass die Marke den Kurs dreht. Die Magie liegt dahinter, dass die Marktteilnehmer sagen, da ist eine Unterstützung, ich handle entsprechend. Fassen viele völlig falsch auf und sagen, ja, die Charttechnik sagt doch nicht, ob der Kurs dreht. Nee, das sind die Marktteilnehmer. Aber die verhalten sich halt adäquat, typischerweise. So, also insofern, die Chance für einen Dreh ist da, aber es hängt wohl offensichtlich wieder an den Amerikanern. Denn wir wissen, der amerikanische Markt ist ja nicht ganz unwichtig, was die Entscheidung angeht. Und dann gucken wir als erstes auf den Dow Jones. Das ist hier der Mini-Dow Future. Hier mit der Abkürzung YM. So, aber das geht natürlich auch mit einem CFD da drauf oder wenn ihr irgendwelche Kontrakte darauf handelt. Es geht ja nur darum, dass wir hier irgendeine Datenbasis haben. Und dann sehen wir, auch der Dow Jones ist an einer Unterstützung. Es ist eine ganz schön späte, ganz ehrlich gesagt, aber manch einer hat sogar noch dieses Hoch, dann haben wir eine Fibonacci Retracement hier, ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Extension noch haben, messen wir auch mal eben nach. Nö, haben wir nicht, ja, erst wieder tiefer, lassen wir im Moment weg, brauchen wir nicht unbedingt. Also im Moment haben wir aber zumindest mal aufgrund dieser Zwischenhochmarken hier und der Fibonacci-Marke, da einiges an Unterstützung. Der Chart hat also eine gewisse Chance hier für einen Dreh. Und wir scannen ja immer die Märkte. Ihr wisst das, im Born for Trading beispielsweise gucken wir jeden Tag hunderte von Trades oder tausende teilweise von Trading-Gelegenheiten uns an und suchen dort, ob der Markt an irgendwelchen interessanten Marken ist. Und der gesamte Aktien, nicht der gesamte natürlich, aber eine Vielzahl der Aktien in Amerika stehen aktuell an oder in der Nähe einer interessanten Unterstützung. Also diese Unterstützung ist jetzt nicht alleine beim Index, sondern bei einer Vielzahl, natürlich längst nicht bei allen, aber bei einer Vielzahl von einzelnen Aktien ebenfalls. Und wir wissen ja, wenn viele einzelne Aktien steigen, muss natürlich auch der Index irgendwann mitsteigen. Das heißt, die Chance zu steigen ist absolut da, aber wir sehen, es wird eng. Wenn das jetzt alles durchgeht, wenn das nicht hält, haben wir auf einmal eine ganze Menge Platz und dann werden einige Leute Angst bekommen an der Börse und sagen, ich schließe das immer. Jetzt im Moment würden noch wahrscheinlich viele sagen, ah, jetzt sind wir in Unterstützung, vielleicht kaufen wir auch wieder. Noch ist der Eindruck nicht da, denn gut, wir haben Feiertag, aber das ist aufwärts, ja, aber es ist doch keine überzeugte Käuferschaft, die wir hier haben. Gut, warten wir den Feiertag mal ab. Also im Moment sehe ich es noch nicht, dass die Marktteilnehmer wirklich kaufen wollen. Am besten Willen nicht. Aber die Chance ist da, nur ihr könnt euch ausmalen, wenn der Kurs durch diese Zone durchgeht, ich sag mal so ganz grob, wo ist ihr? Beim Dow Jones, das Zwischenhoch hier, das ist jetzt allerdings auf dem Future, das Hoch 29.180. Ich gehe mal auf den Index in dem Fall, gehen wir mal auf den Index, wo das Hoch hier war. Machen wir mal diese da weg. 29.199,35.
Dieses hoch hier, das seht ihr, ich glaube, das Pop-up wird nicht mit aufgezeichnet hier, aber hier gab es ein Pop-up jetzt bei mir, so dass ich sehen konnte, wo das Niveau war. Das ist die Marke, dann haben wir hier die Überschneidung, dieses Hoch hier, was wir aus der Geschichte haben, da sind wir eigentlich schon durch. Aber sind wir auch noch dran, so halbwegs. Beim Index, das Hoch ist bei 29.568,57. Jetzt machen wir es ganz genau. Und das Tief war bei 29.653,29. Also ihr seht, egal ob wir dieses Hoch hier als Unterstützung, einige werden das nehmen, einige werden dieses nehmen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist nämlich innerhalb der Aufwärtsbewegung dieser Größe. Das andere ist innerhalb der Aufwärtsbewegung mit dieser Größe an Korrekturen. Letztlich spielt es gar keine Rolle. Darüber kann man sich dann streiten. Aber wir wissen, dass zumindest mal im Umfeld dieses Bereiches hier eine Menge Unterstützung im Moment sind. Die Unterstützung, die ich da gerade weggemacht habe, sind nicht mehr so die typischen. Das sind dann 200, das sind Vielfache von den Fibonaccis aus denen hier oben. Die haben längst nicht mehr so diese Bedeutung. Was man noch lassen sollte oder könnte, ist natürlich die gesamte Aufwärtsbewegung hier. Und dann haben wir hier die 50er-Marke hier bei unter 28.000 irgendwo. Aber dann seht ihr schon, da sind wir dann auch ruckzuck nochmal 2.500 Punkte tiefer. Oder sagen wir 2.000 Punkte tiefer. Und je weiter wir hier eintauchen in die Geschichte, desto größer wird tatsächlich irgendwann die Gefahr, dass der Kurs massiv Schaden nimmt und deutlich nochmal weiterläuft. Also, noch ist alles in Ordnung, weiterhin bei allen Indizes, die wir angeguckt haben bisher. Aber es wird höchste Eisenbahn. Wenn er da jetzt auch noch durchgeht, dann werden die Szenarien DAX 8000, Dow Jones 18.000 oder vielleicht sogar 16 oder sowas auf einmal ganz schön existent. Ich will das noch nicht vorhersagen, also dass das 100% so passiert, aber das sind so die letzten wahrscheinlichen Unterstützungsmarken, die wir da vorläufig jetzt erstmal haben und auch in vielen Einzelaktien. Der S&P ist so ein bisschen ein Gemisch. Wir sehen, dass der S&P hier seine eine Unterstützung schon mir nichts, dir nichts. Er hat immerhin mal so kurzzeitig mal einen Gegenversuch gestartet. Der ist allerdings nicht verfangen. Die Marktteilnehmer haben gesagt, nö, lass mal gut sein. Ja, also es ist keine Long-Situation daraus entstanden. Dazu hätte nach diesem Anstieg hier ein Rücksetzer und Trigger. Trigger wurde nicht, also keine Long-Seite, ist jetzt hier nach unten durch. Das ist kein so gutes Zeichen. Ich muss aber dazu sagen, dass zumindest mal, wenn wir diesen letzten Anstieg hier angucken, der Kurs immer noch normal in seinem Retracement-Bereich ist. Also es ist hier noch nicht alles verloren im Sinne von, da kann jetzt, es kann eigentlich nur, wenn es nochmal einen Ticken tiefer geht, kann es nur eine Katastrophe geben. Aber wir sehen, dass eine ganze Reihe Indizes, zumindest mal was die Standardwerte angeht, eher auf einer durchaus relevanten Unterstützung aufgesessen haben jetzt aktuell. Bevor wir auf den Nasdaq gehen, gehen wir noch mal ganz kurz zum Russell. Der Russell ist nämlich auch ein 2000 Titel und enthaltener Index. Hier der Russell, der Mini Russell Future hier in dem Fall, ist ein umfangreicher Index. Und der eben auch zeigt, dass die breite Masse des Marktes diesen Anstieg maßgeblich wieder wettgemacht hat. Ja, also wir gucken immer natürlich gerne auf die Teslas und Apples dieser Welt, aber vergessen dabei, dass die breite Masse des Marktes ganz schön heftig schon wieder runtergekommen ist. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, nach diesem deutlichen Anstieg, über den man sich ja auch streiten kann. Also wir sind jetzt auf dem Niveau so zur Corona-Phase in etwa. Ja, wir hatten einen Rücksetzer, wir hatten eine völlige Übertreibung nach oben. Jetzt sind wir wieder da angekommen auf dem Niveau. Gut, es hat sich allerdings auch einiges getan, weltwirtschaftlich, politisch, währungsseitig, zinsseitig. Das darf man auch nicht vergessen. Noch ist der Kurs allerdings auch hier voll in dem Bereich, wo ein Rücksetzer ganz normal ist. Der nächste deutlichere, das ist vielleicht zeitlich ein bisschen eingeschränkt hier, das muss nicht unbedingt so sein. Aber ich sag mal, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir da noch diese Unterseite sehen. Das ist beim Russell ungefähr bei 1525, kann aber auch 1550 sein, so in der Richtung, kann auch notfalls noch 1470 irgendwie so. Aber so um dieses Umfeld, bis dahin ist noch alles in Ordnung. Also auch da seht ihr,
Der Markt ist noch nicht verloren. Also all diese, die Marktteilnehmer, die jetzt schon jetzt voller Sorge sind und sagen, oh Gott, das wird ganz übel enden, das ist noch nicht gesagt. Es ist noch alles völlig safe. Allerdings sind alle Indikationen, die wir im Moment haben, nicht wirklich begeisternd für die Aufwärtsseite. Das war hier vorne schon nicht. Das ist das, was wir hier im 15-Minuten-Chart aktuell haben. Gut, jetzt ein bisschen feiertagsbedingt noch dazu. Aber all das ist im Moment nicht ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer in diesen Tagen richtig Lust haben zu kaufen. Gucken wir noch den Nasdaq an, bevor wir dann nochmal den Fernostausflug zum Abschluss machen. Auch der Nasdaq, hier der E-Mini-Nasdaq 100 Future ist das, hier im Wochenchart, ihr seht das, die Unterstützung durchstoßen. Er ist aber immer noch im normalen Bereich. Normalerweise würde ich den Bereich ja, Entschuldigung, ungefähr so zeichnen. 38, 20, 61, 8. Ich habe ihn schon etwas korrigiert nach unten, weil nach dem ersten Rücksetzer der Gegenbewegung war ja schon auszumalen, dass wir dann eben auf das nächste Niveau hier runterfallen müssen. Nicht müssen, aber können. Also streng genommen würde ich jetzt dieses hier so ungefähr sagen. Nicht ganz so lang jetzt hier, aber das hier. Aber nachdem wir jetzt tiefer sind, eigentlich ist ja das auch noch okay, auch wenn das hier meine Kernphase oder meine Kernzone eigentlich ist. Ja. Wir dürfen noch eins nicht vergessen. Ihr seht das hier an dem Winkel, den ich auch immer gerne noch mal im Hinterkopf habe. Dieser Anstieg, dieser Rücksetzer, der Rücksetzer ist steiler. Das macht mir beim Nasdaq tatsächlich Sorgen. Denn eigentlich sind die Korrekturen nicht so kurz. Nochmal der Vergleich. Im Moment ist das der Anstieg gewesen und das ist die Länge der Korrektur. Das ist ein deutlicher Unterschied. Bisschen länger wäre schon nicht so schlecht. Fassen wir aber mal zusammen. Insgesamt muss ich sagen, ich finde es noch nicht wirklich dramamäßig, was wir im Moment haben. Auch wenn viele das jetzt sehr, sehr schlimm sehen. Ich sehe nach wie vor, dass wir voll in einem normalen Bereich sind, wo Rücksetzer standardmäßig auch gerne stattfinden. Nur sehen wir, dass wir bei den Europäern und beim Dow so langsam aber sicher echt mal auf eine Unterstützung kommen sollten. Der Tech-Markt und der S&P ist, was der als Index angeht, sehr tech-lastig, da haben die so großes Gewicht da drin. Die haben auch noch ein bisschen mehr Platz nach unten. Aber schön wäre natürlich, dass auch wenn der nach oben gehen würde, keine Frage. Aber im Moment ist außerdem FTSE 100. Keiner der Indizes, auch nur näherungsweise im 15-Minuten-Chart, im 4-Stunden-Chart, attraktiv fürs bullische Bild. Achtet mal nur hier unten auf die beiden unten. Nasdaq, S&P, Dow Jones, DAX, FSMI, sorry. Nur der FTSE, das war der Einzige, der gesagt hat, oh, wir versuchen schon mal. Vielleicht wissen die in London mehr als der Rest der Welt, aber die anderen Indizes sind sehr, sehr zurückhaltend. Wartet in eurem Lieblingsindex, also entweder überlegt euch, ob ihr hier vielleicht auch mal ein Engagement wagt, oder wartet, bis euer Lieblingsindex oder die, die ihr handeln wollt oder könnt, so ähnlich aussieht wie hier, wackelig runter. Ich habe es vorhin gezeichnet, spult gegebenenfalls zurück. Also, das ist so die Erwartungshaltung hier. Wenn wir jetzt das nicht schaffen, wenn der Markt weiter nach unten geht, werden immer mehr die Tore aufgemacht für dann doch nochmal weiterfallend und zwar deutlich. Nicht jetzt notwendigerweise punktgenau. Ich muss sagen, beim DAX finde ich das nach wie vor eben, dass es nicht wirklich korrektiv aussieht und zwar hauptsächlich, also die Abwärtsseite hier hinten von mir aus, aber was ist das hier oder das hier, das ist, passt irgendwie noch nicht so richtig. Ja, der Teil ist schon wieder, wenn der wackelig hochkäme, dann würden wir sicherlich auch noch deutlich darunter fallen und dann kommt das große Abwärtsbild nochmal rein. So, gucken wir nochmal schnell nach Fernost. Ebenfalls nochmal, was macht der Hang Seng? Ja, gucken wir erstmal nach China und abschließend nochmal auf Nikkei. Die sind nämlich nicht gleich, nicht mal im Ansatz. Hongkong ist tendenziell eigentlich eher auf der Aufwärtsseite nach wie vor, hat es hier hinten gerade geschafft, zumindest mal noch so halbwegs nicht zu überschneiden. Darüber kann man sich streiten, ist aber ein extra Thema, das müsste ich mal als Ausbildungseinheit machen. Also im Moment würde ich jetzt die Shortseite hier noch nicht so wirklich fahren wollen. Aber für mich ist das auch kein richtig schönes Longbild, um ehrlich zu sein.
Also ich bin da eher bedeckt. Wer schon hier long gegangen ist an der Stelle, da würde ich allerdings long bleiben. Mit grober Erwartungshaltung, dass wir eine Chance haben, dass sich das hier hinten nochmal fortsetzt. Also sprich 23.500 aufwärts wäre ja noch machbar, dass das geht. Ja, im Moment ist man dann leicht negativ, glaube ich jetzt mal, je nachdem, wo das genau hier ist von der Zeichnung. Aber ihr seht so ungefähr den Tenor, den wir dahinter haben. Ja, also noch ist es die Aufwärtsrichtung. Nur wenn wir jetzt da nochmal drunter gehen, merkt euch mal so die 20.700 in etwa, dann würde ich so langsam sagen, oh, sei mal vorsichtig. Ja, wenn wir da nochmal drunter gehen, dann ist das nämlich doch sehr korrektiv. Dann würde ich vorzeitig schließen. Ja, also ich sage mal 20.700, von mir aus 20.650. Da wird, also wenn ihr da nochmal so richtig, na, nee, dann doch lieber nicht. Dann schließen und sagen, dann macht euren Mist alleine, ich komme später wieder dazu. Der Shanghai Composite Index gefällt mir gut, bis sehr gut sogar. Denn der Anstieg, den wir hier jetzt haben, der sieht gut aus. Mit Kleinigkeiten, wo man dann überlegen kann, mit interner oder übergeordneter Zählung gibt es da Überschneidung, nur der ist relativ viel größer als der da zum Beispiel als Rücksetzer. Da würde ich nochmal im Moment drüber hinwegsehen. Kaufen würde ich allerdings erst, wenn er das macht. Das heißt, ein Rücksetzer, und da könnt ihr auch wieder Fibonacci messen, nehmen wir mal an, es bleibt bei dem Hoch, denkt immer an diese Kiste. Und wer sich jetzt wünscht, dass ich die Zahlen nochmal vorlese, das mache ich mit Fleiß nicht. Entweder müsst ihr ranzoomen. Warum mache ich es nicht? Weil wenn der morgen nochmal weiter steigt, dann ist doch alles, nehmen wir mal an, der klettert erst noch die nächsten Tage bis dahin. Dann muss ich halt meine Fibonaccis so zeichnen und dann liegt meine Kiste entsprechend auch höher. Aber Fibonacci zeichnen ist relativ einfach und ihr könnt als Orientierung, wenn ihr gar nichts Besseres habt, könnt ihr im Zweifelsfall immer noch sagen, ihr macht einfach die Mitte aus dieser Linie, das kann man ja relativ leicht finden. Ja, also die Mitte aus dieser Höhe sozusagen. Notfalls kann man sich damit Zeigefinger, Daumen und Geodreieck so ein bisschen helfen, so ungefähr. Und dann wisst ihr, ah, so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Um die Mitte in etwa. Das ist der Bereich. Das ist dann nicht notwendigerweise exakt jetzt das, was ich mit den Fibos habe, aber es kommt dann so halbwegs hin. Ja, so kann man sich immer ein bisschen orientieren. Die Mitte kann man immer symmetrisch leicht finden und ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Das ist dann immer schon eine Orientierung. Also selbst wenn euer Chart, aber Fibonacci ist ein Standard-Chartprogramm. Sprich, ist ein Standard in den Chartprogrammen. Und wenn er dann eine ABC macht, dann long. Also mir gefällt der Hang Seng, nicht so gut. Der Shanghai Composite, sehr gut. Mit Ausnahme, dass das noch fehlt. Das muss er erst noch bringen, von wo auch immer er das macht. Dann finde ich da die Long-Seite sehr, sehr attraktiv. So, abschließend den Nikkei, den finde ich wiederum nicht so attraktiv. Da hatten wir hier schon gesagt, und ich muss sagen, das fand ich damals hervorragend. Mensch, das ist doch ein eigentlich schönes Long-Szenario. Schub hoch, wackelig runter. Und dann ging er ja auch erstmal ein bisschen hoch. Und hat allerdings danach den Mut verloren. Also der ist ein bisschen arg weit weg, der war vielleicht ein bisschen besser, aber letztlich hätte man beide auch nehmen können. Der obere hatte nur kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bis zum typischen Ziel. Ihr wisst ja immer so, das typische Ziel ist immer so diese 1 zu 1. Und dann sieht man schon, naja, bis zu diesem Ziel, da ist der Einstieg nicht so attraktiv. Das ist dann mit dem dann ein bisschen besser. Dann hat man etwas mehr auf der Gewinnseite. Und hat umgekehrt etwas weniger irgendwie auf der Verlustseite. Es ist CRV besser. So, und demnach, das sah bis dahin, sah das noch gut aus. Und dann ist der Kurs runtergekommen. Und klar, wenn er dann hier überschneidet, an der Stelle kann man natürlich sofort wieder schließen. Dann ist man ungefähr auf dem Einstieg. Denn was wir nicht haben wollen, ist, dass wir Kursüberschneidungen haben auf dem Weg nach oben. Und das war ja spätestens hier, auch mit diesen Zwischenhochs, also hätte man da plus minus null, wäre man da halbwegs rausgekommen. Es ist aber nicht so gekommen, wie ich das vermutet habe. Daran seht ihr, dass diese Logik, die dahinter steckt, ist nicht absolut ist und immer funktioniert in jeder Sekunde und in jedem Teil des Marktes. Es gibt uns aber die Orientierung, dass wir auf der statistisch besseren Seite sind. Und wenn der Markt eben nicht korrektiv, sondern impulsiv in die falsche Richtung läuft, wissen wir auch schon, ja, okay, das wird es wohl dann nicht sein. Also ihr seht, daran könnt ihr das ganz gut ablesbar machen, für welche Richtung ihr euch da orientieren solltet.
Aktuell würde ich hier nicht großartig was machen. Auch hier sind wir allerdings im Rahmen einer Unterstützung und der Profi unter euch wird sagen, wieso, ist doch super, Rüdiger, das ist eine ABC, das ist eine ABC und ein Impuls runter, das ist eine Flat-Korrektur. Wir sind auch hier an der Unterstützung, das heißt, es gilt das Gleiche wie für DAX, die Schweizer, den DAO und so weiter. Wenn er die Chance jetzt aufnimmt, dann sollte er hier jetzt als nächstes einen Schub hoch machen, wackelig runter, dann wäre das eine gute Idee, da die Long-Seite wieder mitzunehmen im Kleinen und gegebenenfalls auch wieder im großen Bild. Wenn er das nicht schafft, wenn die Bewegung hier nur wackelig hochkommt, dann ist es natürlich ganz schlecht, dann sieht das nicht so gut aus, sondern eher für die Short-Seite nochmal. Auch hier gilt wieder das, wackelig hoch, die mittlere Zone, ich habe es mehrmals jetzt eingezeichnet, dann nochmal shorten für die weitere Abwärtsrichtung. So, ihr seht, der Markt ist also noch längst nicht aufgegeben. Es gibt noch sehr, sehr gute Chancen. Ich habe es zwischendurch mal erwähnt, dass viele Einzelaktien sogar an interessanten Unterstützungslevels jetzt sind. Es ist also nicht ein Phänomen, was aktuell nur bei den Indizes ist. Das heißt, achtet mal drauf, wenn ihr einzelne Titel handeln wollt oder aber auch bei der Betrachtung des gesamten Marktes, ob jetzt diese Unterstützungen halten. Die Chance dafür ist, wie ich finde, sehr gut. Aufgrund der aktuellen Bewegung, der Größe, des Ausmaßes. Das Einzige, was mich nicht so sehr begeistert, ist, dass in den kürzeren Zeitebenen aktuell der Markt noch nicht wirklich diese Begeisterung hat, sondern es alles wackelig nach oben war. Beim FTSE war es anders, aber bei allen anderen war das noch nicht wirklich überzeugend. Also insofern, das würde ich tatsächlich nochmal abwarten. Vielleicht werden wir ja, sobald die Märkte wieder normal handeln, also morgen am Dienstag, dann wieder etwas klarere Verläufe dazu sehen. Schaut euch das dann extrem gerne dann selber natürlich nochmal an. Dieses Video soll ja einerseits so ein bisschen eine Indikation geben, was ist so zu erwarten für die nächsten Tage, also der Rebound, der Dreh, aber auch euch die Möglichkeit geben zu erkennen, handelt ihr die eine Richtung, weil sie die starke ist, oder wartet ihr die andere Richtung ab, weil sie die schwache Richtung ist. In diesem Sinne, denkt nochmal an das englischsprachige Video, ich werde es auch gegen Ende nochmal verlinken, damit ihr auch zu Gold, Silber, Rohöl, Erdgas und den Bitcoins noch was erfahrt. Denkt an den Subscribe-Button. Das hilft mir natürlich, dass ich sehe, Mensch, das Ganze läuft hier gut, dass je mehr Leute sich dafür interessieren, desto lieber macht man natürlich auch die Videos und desto mehr Inhalte werde ich dann hier auf diese Basis dann entsprechend dann auch immer wieder reinbringen. Euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Und ein Like gerne da lassen. Bis dann. Ciao, ciao.